Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, du spielst zu viel Clash of Clans, wenn du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst oder die Mauern vor lauter Mauern nicht mehr siehst. Also was mir gerade passiert ist, ich habe gedacht, ich kriege hier eine Krise. Und zwar, das will ich euch eben mal zeigen, aber ich muss erstmal eine Mauer gerade wieder richtig rücken hier. Und zwar ist das die. Ja, eigentlich bin ich ja noch am Mauern machen hier in meiner Base. Also Ende RH10 naht, ganz, ganz krass. Und man kann sie auch zählen hier. Also ich muss noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 Mauern. Das gleiche auf der anderen Seite. Das sind also 10 Mauern, die ich noch machen muss. Alle anderen sind fertig. Und da habe ich gerade mal falsch geklickt. Da muss ich hinklicken. Hab mal gedacht, guckst du mal, ob das auch wirklich so ist. Und stelle hier unten fest, 12 Mauern. Okay, 12 Mauern ist nicht so tragisch. Man muss sie nur wiederfinden. Also hier nochmal raus, auf Cancel gedrückt, dann in die eigentliche Base reingegangen. Einmal auf Edit und einmal auf View Walls. Also zeig mir mal die Mauern. Ja. Hallo? Hey. Habe ich ein Problem? Habe ich was am Dach? Habe ich was auf Augen? Es sind doch nur noch die Mauern. Nein. Erst als ich so richtig genau hingeguckt habe, habe ich gedacht, ich habe mich dann immer so auf die Ecken konzentriert. Hast du vielleicht eine Ecke vergessen? Ja? Und habe dann gedacht, kann ja nicht sein. Hier ist eine Elbermauer, da ist eine Elbermauer. Und als ich dann wirklich hier reingescrollt habe, da ist es mir aufgefallen. Die leuchten zwar auch da, aber das sind noch die 10er Mauern hier. Ich habe fast einen Anfall gekriegt, habe gedacht, kann ja nicht sein. Also, tauschen wir die mal, würde ich mal so sagen. Damit mir das nicht nochmal passiert, nehmen wir mal die Mauer hier raus und die Mauer hier raus. Dafür packen wir jetzt diese Mauern hier rein. Nicht, dass ich die echt nochmal vergesse. Ich wäre fast verrückt geworden. Hab gedacht, nee, du spielst definitiv zu viel Clash of Clans und siehst jetzt den Wald hier vor lauter Bäumen schon nicht mehr. Also machen wir das, bügeln wir erstmal aus. Habe ich gedacht, kann ja echt nicht sein. Meine Herren. Naja, das helfen wir jetzt mal ab. Dann sind es auch tatsächlich noch 12 Mauern, die ich machen muss. Also auch so ein bisschen kleine Update-Statusfolge hier. Und zwar habe ich den Skelettzauber jetzt schon einmal gelevelt. Das heißt, er ist jetzt schon auf Level 2. Er geht jetzt auf Level 3 hoch. 4 Tage noch danach. Nur noch den Erdbebenzauber mit. Wie lange läuft das? 12 Tage. Und dann noch. Jetzt habe ich das. Verschiebe ich das auch noch. Also richtig verpeilt hier heute. Und dann entweder die Bogenschützin oder die Barbaren. Das weiß ich noch nicht. Ich denke mal eher, es werden die Bogenschützin, die ich zuerst mache. Also 14 Tage, 12 plus 14, 26 plus die 4, 28 Tage. Also in 28 Tagen schmeiße ich mein Rathaus an und dann werde ich sicherlich auch die Mauern schaffen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vorgäme, kann ich mich noch nicht so entscheiden, denn ich habe auch den hier in Auftrag gegeben. Das heißt also, in meiner Builderbase habe ich ja die Bogenschützentürme schon auf 6 oder zumindest ein. Und deswegen konnte ich jetzt erstmal 7 Tage lang hier den Bauarbeiter aus der Builderbase abstellen. Ihr seht das hier, jetzt läuft natürlich mein Gold ziemlich hart voll. Ich habe auch hier weiter gelevelt. Das sehen wir hier. Ich habe die Drachen ja sowieso schon hoch gehabt. Habe dazu die Lakaien genommen. Die sind auch nicht schlecht. Also ich bin ganz gut im Rennen hier. Aber ich habe die Hexe noch nicht. Und es naht ja jetzt Bilderholz 7. Also irgendwo hänge ich in diesem gesamten Clash of Clans Spiel immer eine Rathausstufe hinterher. Wenn jetzt in 28 Tagen Supercell sich dazu entschließt, wir hauen Rathaus 12 auch mal eben raus, dann hänge ich wieder in der Rathausstufe, auch im normalen Heimatdorf, hinterher. Und ich würde sagen, ich suche eben mal einen Gegner und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen farmen heute. Denn es gibt ja noch ein bisschen was zu tun. Die neue Liga hat auch angefangen und dann gucken wir mal, dass wir hier einen netten Gegner für uns finden. Da musste ich gar nicht lange suchen. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus für uns. Der hat Ressourcen. Denn wir suchen ja nach wie vor alles. Und da muss ich jetzt mal gucken, von welcher Seite ich mich diesem Gegner hier mal nähere. Ihr seht das, ich habe immer noch so ein bisschen die Armee im Petto aus dem letzten Event. Die gefällt mir eigentlich ganz gut. Mit der
kann man was machen, so will ich das mal besagen. Und wo ist denn eigentlich die Queen? Ein Inferno da. Ja, ich würde sagen, wir nehmen hier erstmal unsere Bowler. Die verschwende ich hier einfach mal, um das zu klären. Und wir hauen hier mal einen Golem raus. Hier einen Golem. Und hier unsere Clanburg schon mal. So, jetzt nehmen wir ein paar Magier mit dazu. Also auch mal ein bisschen Farmen hier bei Toto Clash. Und jetzt muss ich immer ein bisschen schneller gucken hier. Aber das sieht noch ganz gut aus. So, die Walküren dazu gesetzt. Und da sollen die jetzt auch ruhig richtig reingehen hier, die Jungs und Mädels. So, ich habe jetzt noch 10 Hogs dabei. Die sind auch nicht schlecht, die Hogs, muss ich sagen. Aber schöner wäre natürlich, wenn hier jetzt so ein bisschen noch in die Base reinspringt. Ei, wo sind denn meine Walküren? Die sind ja voll aus dem Ruder gelaufen. Oh, die sind mir ja völlig aus dem Ruder gelaufen. Okay, da müssen hier jetzt so ein bisschen die Hogreiter ran. Die Heilung hilft natürlich nicht allen. Aber sie hilft so ein bisschen wenigstens. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo meine Queen rumeiert. Oh, die ist da ganz hinten. Naja, super. Das wird nichts, aber ich denke mal, der Stern ist in jedem Fall drin. Wie auch immer. Und jetzt muss ich allerdings meine Queen auch zünden. Die darf ich auf gar keinen Fall hier vergessen. Pass mal auf, die heile ich mal nochmal durch. Dann sichert die mir sicherlich hier ein Prozent AD. Auch die Heilung war wieder schlecht. Ich höre jetzt schon wieder meine Gönner. Toto Farm liegt ja aber nicht, ja. Mann, Mann, Mann. Ist doch auch alles nur ein Spiel. Und ich muss nur den Bogenschützenturm hier ablenken, damit ich das Lager noch kriege. Jawohl, das. Da haben wir jetzt echt mal wenig Ressourcen mitgenommen. Aber wir haben ein paar Pokale mitgenommen. Und dann ist das gar nicht mal so schlimm. Mit dem Bonus reicht mir das vollkommen. Also, die Suche hat ja jetzt auch nicht lange gedauert. Und ich lasse mal eben die Helden regenerieren. Baue exakt die gleiche Armee nochmal nach. Die ist zwar immer sehr teuer mit 4000 Dunklen. Aber noch kann ich es mir leisten, also ich muss die jetzt nicht so rausnehmen und mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da haben wir, glaube ich, unseren nächsten Gegner gefunden hier beim Farm bei mir mit dem Toto Clash. Und ich gucke mal, ich trainiere hier eine Truppe, aber ich mache hier einfach mal einen Angriff. Ja, ich mache einfach mal einen Angriff, denn ich möchte noch in dieser Folge einen Live-CK-Angriff mit euch machen. Also da könnt ihr gespannt sein. Ich habe auch schon eine Truppe dafür halbwegs fertig. Und dafür müssen letztendlich nur noch meine Helden dann so ein bisschen regenerieren. Und dann geht das hier sicherlich auch nochmal im Clankrieg richtig los. Nun müssen wir mal schauen, und wie wir das Ganze an der Stelle gestalten. Ah, der Bogenschützenturm, der setzt mir ganz schön zu, muss ich sagen. Und die sind nämlich auch wirklich fiese. Aber ich habe ja, wieso habe ich eigentlich so viel Mauerbrecher dabei? Hey, ich habe ja richtig viel Mauerbrecher dabei. Und es wäre ja jetzt schön, wenn die Queen jetzt mal reingehen würde, denn es gibt auf der Seite nichts mehr zu tun. Ja, wunderbar, das macht sie auch. Und, oh, jetzt kriegt sie aber schon Inferno-Beschuss. Und ja, da ist sie natürlich jetzt im Moment nicht heilbar. Ich muss sie jetzt schon zünden, damit die jetzt wenigstens den Inferno macht. Macht sie auch, jawohl. Und ist weiterhin in Heilung, oh. Das sieht natürlich, das sah nicht gut aus, denn es war kaum noch was da, aber es macht nichts. Ich schicke jetzt einfach mal meinen King hier rein mit den ganz, ganz vielen, vielen Bowlern hier. Und ich denke mal, hier springen wir an der Stelle mal. Was habe ich eigentlich in der Clanburg? Oh, nochmal Riesen. Super. Und die hauen wir hier rein. Die paar Magier dahinterher, die gehen nämlich den gleichen Weg. Und dann gucken wir mal, dass wir nicht doch noch hier so ein bisschen was in die Mitte reinkriegen. Hier nehmen wir mal den Frostzauber und hier noch den anderen Sprung. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich denke mal, ja, Rathaus haben wir. Und ich habe noch so ein bisschen was für ein Cleanup hier dabei. Wenn auch nicht super viel. Aber mal gucken, ob wir hier nicht noch den einen oder anderen Prozent wegkriegen. 46 sind es jetzt schon, ja. Mal sehen, da geht leider, hat auch der X-Bogen geht in jedem Fall noch drauf. Dann holen wir uns hier doch noch mal ein paar Prozente. Denke ich mal, die wir noch nett mitnehmen. Die Riesen sind jetzt gleich wieder schön in Heilung. Jawohl. Riesenschön in Heilung. Das ist nicht schlecht. Und wo haben wir denn eigentlich noch was, wo wir noch ein bisschen Gold oder Elex mitnehmen könnten? Hier. Das nehmen wir mal mit hier, denn jetzt kriegen hier die Riesen ja den Beschuss auch von dem Bogen. Und jetzt sind die beiden Drachen natürlich nicht mehr unter Wut. Aber ich denke mal, die schaffen den Wizard Tower in jedem Fall. Jawohl. Und ich habe jetzt keine Luftabwehr mehr auf der Seite. Die kommt etwas später. Und die... Ach, schade. Jetzt sind natürlich die Babydrachen hier zusammen und machen, ja, die machen jetzt behende Schaden.
Aber immerhin machen sie noch ein bisschen was. Vielleicht fliegt noch einer nach innen. Jawohl. Machen sie sogar beide. Snaggeln sich hier noch das Lager weg. Ja, ich denke mal, das war der Farmangriff hier. War für mich in Ordnung mit dem Bonus. Und dann ist auf jeden Fall eine Mauer drin. Wir haben schon wieder über 3 Millionen. Haben ja so ein bisschen was in der Treasury drin. Da brauchen wir dann auch erstmal nicht dran. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Und jetzt sind es auch 0 Sekunden. Ja, das ist in Ordnung für mich. Absolut super. Also wie gesagt, wir machen gleich einen Live-CK-Angriff. Die Nummer zeige ich euch jetzt noch nicht, aber ich zeige euch schon mal die Armee. Also Heiler, Bowler und ein paar Mauerbrecher. Ich will einfach mal sehen, wie weit komme ich mit dieser Armee. Die Armee hier könnte ich schon nachtrainieren. Das mache ich auch mal. Und ich hatte ja trotzdem gesagt, wir machen eine Mauer, nachdem wir jetzt wissen, es sind 12 Mauern, die wir machen müssen. Also gehen wir hier auf der rechten Seite einfach mal weiter. Jawohl, und so sind es nur noch 11 Mauern. Und ich gehe gleich ins Spielgeschehen rein. Okay, ich bin ready. Oh, mal wieder auf den R11, aber ich will einfach mal sehen, wo stehe ich eigentlich? Wie bekomme ich das hin, dass ich wenigstens auf der 1, ja, ich will nicht sagen Prozent hole oder einen Stern hole. Ihr seht das hier, der CK ist absolut für uns verloren. Macht aber nichts, ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, mal so ein bisschen was zu üben. Und ihr seht das hier, hier ist noch kein Stern drauf und ich meine wenigstens einen Stern. Gucken wir mal, ich habe natürlich nicht vor, über diese Seite hier zu kommen, denn das wäre ganz fatal an der Stelle. Oh, jetzt habe ich versehentlich auf Replay gedrückt. Nicht Replay, Replay. Replay, so heißt die Firma, in der ich arbeite. Sondern, weil hier unten ist ja so viel Death, das ist der Hammer hier für einen Queen Walk. Also für mich ist das nicht machbar an der Stelle. Deswegen komme ich von der gegenüberliegenden Seite, mal sehen, ob wir nicht die beiden Infernos wegkriegen und vielleicht den Adler. Mal gucken, ob wir nicht vielleicht sogar bis zum Rathaus kommen. Ich glaub's noch nicht. Aber ich lass mich ja auch immer eines Besseren belehren. Mein Quingwall soll hier oben starten, an der Kaserne hier, weil da kriege ich zwar schon Bogenschützenbeschuss vom Level 15, Bogenturm, aber es ist egal. Ich muss ja nur irgendwo anfangen. Hier unten versuche ich jetzt mal ein bisschen die Clanburg rauszulocken. Mal schauen. Denn jetzt kommt hier die ganze Armada. Ja. Und jetzt kriege ich natürlich auch schon richtig heftig Beschuss hier an der Stelle. Und die muss ich natürlich so hart weggiften. Das ist der Hammer. Jetzt kriege ich die Skelette nicht. Beziehungsweise mal gucken, ob die Hexen jetzt wenigstens in die Range laufen. Kommt, lauft in den Gift rein. Oh nein, die laufen nicht in den Gift rein. Ach shit. Die laufen nicht in den Gift rein. Oder doch? Doch, sie sind in den Gift reingelaufen. Super. Dann kann ich hier oben so ein bisschen weiter funneln mit 2-3 Bowler. Und muss hier unten jetzt leider schon die Queen zünden. Es geht leider nicht anders. Und will jetzt mal schauen, dass ich hier mit einem Sprung und meinen restlichen Truppen jetzt irgendwie in die Mitte gehe. Gucken wir mal. Ich habe natürlich auch Mauerbrecher dabei. Ich hier nie. Okay, vielleicht brauchen die dann doch nicht alle springen an der Stelle. Schauen wir mal, ob mir das an dieser Stelle mal gelingt. Und es geht natürlich jetzt alles außenrum. Da geht jetzt leider nichts wirklich in die Mitte. Oder doch? Na, gehen die rein? Schaffen die vielleicht den doofen Adler da? Mann, ey, das wäre echt mal nicht schlecht an der Stelle. Und vielleicht kommen wir ja sogar noch ein ganz kleines Stück weiter hier. Ach, Mann. Ja, so ein ganz kleines Stück weiter sind wir ja gekommen. 47%. Mal sehen. Hier hinten ist sicherlich noch ein Prozent drin und der Adler ist ja weg. Also, ja, da ist der Prozent drin. Scheiße. Och nö. Mensch, so ein Mist. Jetzt kriege ich den letzten Prozent hier nicht raus. Ich könnte kotzen. Eieieiei, wo kriege ich hier noch ein Prozent raus? Ich schaff's nicht. Vielleicht von dem Lager. Mal sehen, wenn ich jetzt schnell genug bin, erst mit dem Magier und mit dem Lakaien hier, dass ich vielleicht das Lager... Ach, 49. Es ist mir nicht gelungen. Tut mir leid. Es war ein Versuch wert. Ich glaube, es war nicht schlecht. Es war auch wieder ein bisschen hektisch. Aber ich habe es probiert und meine 49% sind immerhin das beste Ergebnis auf diese Base. Also ich war am RH dran, ja, gegen den Adler. Und ja, ich glaube, ausbaufähig. Ausbaufähig an der Stelle. Schade auch. Kann man nichts machen. Die Truppe ist gar nicht mal schlecht. Ich glaube, die bauen wir einfach mal nach.
Die bauen wir mal nach mit der Farmarbeiter. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Einfach mal ein bisschen Status hier von mir, was mein Dorf angeht, was das Farm angeht, wie viele Tage ich nur noch bis zu RA11 habe und natürlich auch mit dem Live-Fail am Ende. Ist nicht so tragisch, also ich nehme es sportlich und bis dahin, euer Toto. Flasht.